Hallo, heute beschäftigen wir uns mit der Transparenz von Porzellan. Ich werde Ihnen mit einem sehr einfachen und probaten Mittel, nämlich mit dieser Taschenlampe, heute die Transparenz von Porzellan erklären und auch die Unterschiedlichkeit der verschiedenen Scherbenarten damit darstellen. Damit mir das gelingt, müssen wir leider das Licht hier verringern und ich werde meinen PC auch ausschalten müssen, damit Sie in diesem Video genau erkennen, was ich Ihnen mit dieser Taschenlampe demonstrieren möchte. Geben Sie mir bitte eine Sekunde zum Abschalten meines PCs. So, ich hoffe, Sie können mich jetzt erkennen. Ich habe hier eine handelsübliche LED-Taschenlampe, die es in jedem Elektromarkt und in jedem Supermarkt gibt. Und damit zeige ich Ihnen jetzt die Unterschiedlichkeit von Transparenz. Ich habe mir dazu hier insgesamt vier Stapel Porzellan vorbereitet. Wir fangen mal mit den einfachsten Scherbenarten an, nämlich mit dem hochgebrannten Hartporzellan. Hier haben wir ein Fabrikat Schönwald, einen Kuppteller der Serie 898. Und ich zeige Ihnen jetzt anhand dieser Scherbe, dass sie lichtdurchlässig ist. Bei diesem Teller handelt es sich zweifelsfrei um hartgebranntes Feldspat-Porzellan. Der nächste Teller ist von Holstporzellan aus der Serie Fine Dining, das High-Alumina-Geschirr. Auch hier können Sie sehr schön sehen, wie der Lichtschein der Lampe durch den Scherben hindurchdringt. Der nächste Artikel, den ich Ihnen zeige, ist aus dem Hause Ljubljana. Auch hier handelt es sich um echtes Hartporzellan. Hier haben wir jetzt ein Scherben der Firma Bauscher Weiden. Auch hier die Transparenz wunderbar sichtbar. Hier haben wir den Scherben der Firma Holst aus der Serie Lubin, Alumina Porzellan. Auch hier sehr schön sichtbar die Transparenzfähigkeit des Scherben Alumina. Hier haben wir ein neuartiges Material und ich hoffe, dass das jetzt rauskommt, dass die Lichtdurchlässigkeit etwas geringer ist. Das ist ein relativ neues Porzellan, eine neue Komposition aus Indien, aber nach wie vor tatsächlich Porzellan. Hierbei handelt es sich wieder um einen Teller aus der Qualitätsstufe High Alumina aus dem Hause Holzporzellan. Auch hier die Lichtdurchlässigkeit eindeutig zu erkennen. Und jetzt kommen wir zu einer neuen Scherbe, die wir derzeit in der Entwicklung haben. Wir haben jetzt Ende Oktober 2019. Wir forschen gerade an der sogenannten Ultra-Alumina-Scherbe. Und auch hier können Sie sehen, dass die Transparenz des Scherbens wunderbar gegeben ist. Damit ist zweifelsfrei bestätigt, dass Porzellan mit so einer handelsüblichen Lampe immer erkannt werden kann. Nun haben wir uns aus verschiedenen Märkten Porzellan, jedenfalls war es so ausgeschrieben, beschafft, um sie auch diesem Test zu unterziehen. Und wir haben hier, wir nennen jetzt der netten Pietät halber, nennen wir jetzt die Hersteller bzw. die Marken nicht. Sie sehen, die Lampe ist noch an. Ich mache sie nicht aus. Und ich denke mal, eine Lichtdurchlässigkeit bei diesem Teller ist nicht sichtbar. Hier handelt es sich nicht um Porzellan. Ebenfalls dieser Teller auch als Porzellan deklariert. Ich halte die Lampe wieder an. Ich denke mal, Sie sehen keine Lichtdurchlässigkeit. Wobei ich jetzt der Fairness halber diesen Teller nochmal auf diese Seite räume. Auch als Porzellan definiert, den Lichttest nicht bestehend, dieser wunderschöne Teller sowie dieser wunderschöne Teller, auch hier keinerlei Spuren einer Lichtdurchlässigkeit. Auch bei diesem Teller, der als Porzellan beworben wird, keine Spur von Lichtdurchlässigkeit. Ebenfalls hier nicht. Hier nicht. Und wir nehmen den letzten hier nicht. Alle Teller dieses Stapels sind ganz klar Keramik.
ob es sich um hochgebrannte oder mittler gebrannte Keramik handelt, sei dahingestellt. Definitiv, dieser Stapel der am Markt beworbenen Produkte ist kein Porzellan. Kommen wir zur nächsten keramischen Art. Das nennt sich Vitus Porzellan, auf unserer Seite sehr ausführlich beschrieben. Hierbei handelt es sich nach wissenschaftlicher Definition um ein Porzellanimitat. Vitus ist kein echtes Hartporzellan. Dieser Teller eines sehr bekannten Markenherstellers, der auch in Deutschland sowie im europäischen und auch im asiatischen Ausland sehr erfolgreich ist, dieser Hersteller bewirbt sein Geschirr, sein Vitrus oder Vitrified Alumina, wie er es im Englischen benennt, als Porzellan. Der Lichttest hier soll auch mal belegen, dass die Lichtdurchlässigkeit dieser Geschirrart wirklich so gering ist, dass es wahrscheinlich in der Kamera kaum zu sehen ist im Vergleich. Hierbei handelt es sich nicht tatsächlich um hochgebranntes Feldspatporzellan. Im Vergleich will ich Ihnen zu diesem Lichttest nochmal unser High-Alumina-Porzellan zeigen, damit Sie wirklich einen direkten Vergleich haben. Von Holst ein echtes High-Alumina-Porzellan und nochmal zurück zu diesem Vitrified-Geschirr, hier dieser Teller im Vitrified-Geschirr. Damit ist also auch hier durch den Lichttest zweifelsfrei belegt, dass Vitrus tatsächlich auch in Sachen der Transparenz, dass es sich hier um ein Porzellanimitat handelt. Kommen wir zur letzten Gruppe, die wir der guten Ordnung halber an dieser Stelle benennen wollen. Das sind Porzellan oder das ist Porzellan, das mit einer reaktiven Glasur versehen worden ist. Hier hat die Glasur so viele Pigmentierungen erhalten, dass es die Transparenz des Scherben überdeckt. Wenn ich jetzt also meine Lampe wieder hier an dieses Porzellan, und es ist definitiv Porzellan, das haben wir wissenschaftlich erwiesen. Im Übrigen war ich auch sogar selber in der Produktion dieses Tellers dabei. Hier gibt es keinerlei Lichttransparenz, wie auch nicht bei dieser reaktiven Glasur. Das liegt aber nicht an der Transparenz des Scherben, sondern das liegt eben an der Pigmentierung der reaktiven Glasur. Damit möchte ich nur belegen, dass die Definition, die Lichtdefinition für Porzellan wirklich zutreffend ist bei Weißgeschirren, die also eine transparente Glasur haben und als wirklich probates Mittel geeignet ist, keramische Scherben von dem echten Porzellan zu unterscheiden. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche weiterhin frohes Stöbern in unserer Warenkunde.